Eine Ära geht zu Ende, das und mehr jetzt im Soundvlog. Du. Herzlich willkommen zum 182. Soundvlog, ein Tag bevor die zweite Hälfte unseres gigantischen Gitarrenexperimentes anbricht. Ich bin tatsächlich sehr, sehr wehleidig und sehr wehmütig, aber was soll man machen? Die Zeit, sie geht voran und irgendwie muss ich sagen, diesen ganzen Dauerlauf und Videomarathon, den muss man auch mal irgendwie beenden. Man muss auch irgendwann mal ins Ziel einlaufen. Von daher, jo, ey, ich bin bei 50%. Und das nicht zuletzt wegen euch. Ganz, ganz entscheidend sogar wegen euch. Morgen wird ein großes Jubiläum stattfinden. Sascha wird wieder mit am Start sein. Ich habe noch ein oder zwei Überraschungen. Ich werde auch ein winziges Geschenk auspacken, was ich von euch bekommen habe. Vielen Dank schon mal vorweg, aber dazu werde ich morgen kommen. Ihr wisst vielleicht, dass ich mit meinem Channel auch hin und wieder mal ein Video positiv bewerte. Ich glaube, das ist öffentlich, oder? Und das sind meistens Backing-Tracks, die ich mir heute mal ein bisschen genauer angucken möchte. Und wir jammen mal eine Runde. Das sind eigentlich die, die mir sehr gut gefallen haben und landen hier in meiner Liste. Positive Videobewertungen, jetzt ist die Frage. Was machen wir denn mal? Funky, groovy Backing-Track in E Minor oder Funk-Soul Backing-Track oder Funky 70s Backing-Track? Oh mein Gott, ich habe ja nur Funk hier stehen. Dann Snow Mini Tutorial, das ist von Instrumentenfreak. Dann Smooth Jazz Guitar. Wieso habe ich das denn in meinen Favoriten? Wenn das öffentlich ist, dann sieht man doch. Ja, dann ist es doch. Also, das ist ein nicht gelistetes Video, aber ihr würdet es dann wahrscheinlich auch sehen, oder? In meiner Zusammenstellung, weiß ich gar nicht so genau. Smooth Jazz Guitar Solo Improv und Kaukas zweiter Übertag. Ja, dann nehmen wir mal einen von diesen Funky. Mir war das gar nicht so klar, dass das alles Funky Backing Tracks sind, aber irgendwie scheine ich da ein Fable für zu haben. C-Moll machen wir mal. Von Guitar Bem. Oh yeah! Mal gucken, was mir dazu so einfällt. Mies.
Meine Güte. Ich komme nicht so richtig rein, ey. Ich bin noch nicht so richtig in Stimmung. Ich nehme einen anderen. Bam, da ist er auch schon vorbei. Ich fand ihn nicht so gut. Komm, das gibt Buh-Rufe. Also der Backing-Track war natürlich super, aber meine Performance dabei war nicht so der Hammer. Deswegen gehen wir jetzt mal in den E-Moll-Backing-Track. Mal gucken, ob der besser klappt. 2, 3, 4. Applaus. Na, das war schlecht. So ist gut.
Nee, war nett, oder? Hat Spaß gemacht. Also der Backing-Track ist wirklich super. Der ist wirklich Weltklasse, würde ich sagen. Macht absolut Spaß, damit zu spielen. Ich nagel mich sehr stark fest in... Moment. In diesen Gefilden hier mit diesem Lick, was ich halt gelernt habe. Ja, das habe ich gar nicht gemacht, ne? Hätte ich mal ausprobieren können, aber das hier... Keine Ahnung, oder das hier? Solche Sachen, die habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht und sonst eigentlich nichts. Ne? Das gehört leider irgendwie mit zu meiner Diagnose jetzt. Ich habe zwar manchmal auch sowas gemacht... Aber trotzdem passiert das eigentlich fast nur auf einer Seite, dass ich jetzt mal wirklich springe, zack, und hier hin und da, um irgendwas Schönes auf die Beine zu stellen, ist sehr selten. Vor allem, glaube ich, habe ich eine große rhythmische Hemmung. Ich glaube, wenn ich sage, ich will jetzt nur Viertel spielen oder so, das kriege ich vielleicht hin. Aber sobald ich irgendwelche schnelleren Phrasen machen möchte, habe ich weder die Beweglichkeit noch die Vorstellungskraft in meinem Kopf, was eigentlich dafür nötig ist, um das zu spielen. Genau, was ich ganz gerne mache, sind so rhythmische Figuren. Weil das irgendwie, ja, durch das begrenzte Tonmaterial einfach nicht viel voraussetzt hier, sondern ich kann einfach so ein bisschen über den Groove halt, ja, keine Ahnung, ein bisschen gestalten. Aber ja gut, das wird auf Dauer nicht reichen. Sollen wir noch mal einen machen? Ich glaube ja. Einen machen wir noch, weil auch einfach der Backing-Track so cool ist. Ich würde ja so gerne diese Generalpause erwischen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wann genau die kommt. 2, 3, 4, 1. Erstmal reinkommen. Ich muss mal ein bisschen versuchen, auch weniger zu spielen und dafür sinnvollere Sachen.
Okay. So viel dazu. War nicht so übel, war nicht so übel. Macht Spaß und es trägt sehr gut über die Zeit. 4 Minuten 15 müssen auch erstmal gefüllt werden. Ich fand auch, der zweite Durchlauf war besser als der erste. Was denkt ihr? Würdet ihr das auch sagen? Klar, alles nicht so mega prickelnd, aber auch nicht schlecht. Ne? Schlecht kann man auch nicht sagen. Nee. So, jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, wie sieht's denn jetzt nach dieser Hardcore-Session aus mit deinen Händen? Ja, sind die wieder regeneriert? Kannst du wieder irgendwie Schnürsenkel zumachen oder sowas? Ja, oder kriegst du das hin? Weiß ich nicht, den Blinker zu betätigen oder so. Also, das Ding ist, ich hab's noch gar nicht ausprobiert, deswegen machen wir das jetzt zusammen. Ich finde das so lustig, dass einige von euch tatsächlich diesen Fingersatz machen. Wie war das? Ja, also erst mit dem kleinen Finger diesen Ton und nach diesem Hammer-On mit dem Ringfinger auf diesen Ton gehen. Ich dachte, das würde nur Instrumentenfreak so machen, weil mir erschließt sich das ehrlich gesagt nicht. Warum nicht gleich mit dem vierten Finger darauf spielen? Ja, bis auf die 1. Ich meine, gut, ich spiele jetzt nicht so super laut und hau manchmal daneben. Aber es fühlt sich irgendwie relativ locker an. Ihr sagt ja schon, beim Zuhören wird man langsam schon geisteskrank dabei. Das habe ich eigentlich auch immer gedacht, wenn ich was mische oder sowas, ja, und das immer und immer wieder anhören muss, ja. Ich habe auch schon mal Schlager oder sowas instrumentiert, ja, und auch, also Musik auch, die ich freiwillig so mir gar nicht antun würde und dann aber auch immer und immer wieder. Und man denkt so, Mensch, muss man da nicht komplett gestört bei werden? Und witzigerweise ist das gar nicht so der Fall. Was ich viel witziger finde, ist, wenn man einen ganzen Tag lang sich mit einem Lied beschäftigt hat, egal ob es einem gefällt oder nicht, und man liegt dann im Bett, man hat das genau im Kopf. Jedes kleinste Element, jedes kleinste klangliche Detail hat man in seiner Vorstellungskraft drin. Und ja, von wegen kann man absolutes Hören trainieren. In solchen Momenten wird immer klar, natürlich, ich habe haargenau die Tonhöhe im Kopf. Du könntest mich wecken und ich könnte dir genau und wirklich auf die Frequenz, würde ich fast sagen, genau könnte ich dir das vorsingen. So krass speichert sich das irgendwann im Kopf ein. Ich finde das sehr bemerkenswert und ehrlich gesagt hat das, glaube ich, wenig mit Training zu tun, sondern einfach damit, wenn man sich mal einen Tag lang ein Lied gibt oder vielleicht sogar nur ein paar Takte gibt, dann erinnert man sich daran, egal ob man Musiker ist oder nicht. Ja, liebe Leute, das war's schon von meinem, ja, von dem Ende meiner ersten Hälfte. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es ist hier auch alles ein bisschen provisorisch aufgebaut. Ich habe keine blauen Lampen im Hintergrund. Ich habe auch nur eine Videoleuchte. Jetzt habe ich die mal ausnahmsweise mal wieder angemacht, die ich sonst immer aus habe, weil die hier noch steht. Es ist hier alles ein bisschen im Umbruch und im Umbau. Aber macht ja nichts, ne? Ich brauche halt immer mal ein bisschen Equipment auch on the go und so. Und deswegen habe ich gerade nicht so wirklich alles da. Ich hoffe trotzdem, dass es hier geklappt hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich morgen zu meinem kleinen Special begrüßt. Wir werden einen gewissen Tapetenwechsel hier durchmachen. Von daher seid gespannt und schaltet morgen wieder ein, wenn der Soundvlog in seine zweite Halbzeit geht. Bis dann. Ja, eine Ära geht zu Ende. Das und mehr jetzt im Soundvlog. Herzlich willkommen zum 182. Soundvlog. Es ist die Hälfte meines riesen musikalischen Experimentes. Es ist ja wirklich das Experiment
der Gitarre überhaupt. Wir machen es nochmal. Total blöd.